Erfurts Zoo hat jetzt erstmals einen echten Minifanten. Elefantendame Chupa hat ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht. Für das Elefantenjunge ist so eine Geburt ein sehr gefährlicher Moment. Immerhin wiegt die Mutter einige Tonnen. Das Elefantenbaby wiegt gerade mal 114 Kilo. Doch bei der Geburt ist dann alles gut gegangen, auch wenn die Videoaufnahmen dramatisch aussehen. 666 Tage war Chupa mit ihrem Nachwuchs schwanger. Die Geburt dauerte dann eine knappe halbe Stunde. Besucher dürfen Mutter und Kind erstmal nicht sehen. Beide brauchen noch Ruhe für die Eingewöhnung. Deswegen bleibt das Elefantenhaus erstmal geschlossen. Die restlichen Elefanten sind auf der Außenanlage zu sehen.